Ja, das Abschlusstraining der Handballnationalmannschaft, das läuft. Wir schalten rüber nach Hamburg zu unserem Reporter Markus Jürgensen. Markus, du warst den ganzen Tag mit der Mannschaft unterwegs. Zunächst mal eine ganz aktuelle Frage. Sind alle fit für das Spiel morgen? Ja, es sind alle dabei. Ich verschwinde direkt mal aus dem Bild. Der Bundestrainer Christian Prokop hat alle Mann an Bord. Es gab ja noch so ein paar Fragezeichen, unter anderem Steffen Weinhold. Das sind zu viele Ws, genau. Also Steffen Weinhold, der hat ja gegen Spanien tatsächlich die meiste Zeit zugeschaut und wurde da geschont. Aber der ist fit, auch eben gerade, hieß es nochmal, Henrik Pekeler, möglicherweise leicht angeschlagen. Aber wie gesagt, der Bundestrainer, der kann aus dem Vollen schöpfen. Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft? Du warst den ganzen Tag mit unterwegs, auch als die Mannschaft, das Team angekommen ist mit dem Bus in Hamburg. Vor dem Hotel warst du da bei der Pressekonferenz. Wie ist deine Einschätzung? Wie sieht's aus um die Nerven, um die Fitness der Mannschaft vor dem Spiel morgen? Ja, Fitness ist sicherlich ein interessanter Aspekt mit dem Spiel, mit dem Blick auf Norwegen. Gerade weil man, das hat man heute auch bei der Ankunft gesehen und das hat Uwe Gensheimer ja nochmal bestätigt, wenn man gestern gegen Spanien noch auf der Platte stand und da nochmal kräfteraubend 60 Minuten in den Knochen hat, dann ist es natürlich schwierig und dementsprechend ist der eine oder andere heute noch ein bisschen müde. Aber jetzt wird ja nochmal locker trainiert hier in der Arena in Hamburg. Da wird heute, glaube ich, keine große Belastung stattfinden. Das hat der Bundestrainer auch eben gerade noch mal gesagt, wird jetzt wie immer Handballer, die sich gleich beim Fußballspielen versuchen geben und dann werden noch mal ein, zwei Angriffsaktionen durchgespielt. Aber viel wird heute nicht mehr passieren und der Eindruck ist tatsächlich so, dass die Stimmung extrem positiv ist. Wie soll es auch anders sein? Das geht jetzt gegen Norwegen hier in Hamburg, WM-Halbfinale. Wie alle gesagt haben, mehr geht eigentlich nicht. Markus, wenn man den Bundestrainer heute gehört hat, hat er sich natürlich auch sehr lobend geäußert über Norwegen, hat gesagt, kontinuierlich den Weg angetreten in die Weltspitze, wo sich die Norweger derzeit auch befinden. Aus deiner Sicht, was macht die Skandinavier so stark? Ja, die sind natürlich wirklich, die spielen unglaublich schnellen Handball. Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht jedes Spiel der Norweger während dieser WM gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, das war wirklich schon bärenstark. Also die spielen unglaublich schnell mit sehr, sehr viel Zug zum Tor. Schnelle Mitte ist da ein Stichwort. Kriegen sie ein Tor, muss man sofort die Rückwärtsbewegung und seine eigene Formation schnell wiederfinden. Das ist definitiv sehr, sehr wichtig für die Mannschaft von Christian Prokop. Dazu haben sie natürlich einige Individualisten dabei, die richtig stark sind, angeführt von Sander Sargosen von Paris Saint-Germain, erst 23 Jahre alt, aber spielt da schon wirklich eine unglaublich wichtige Rolle und übernimmt auch Verantwortung im Kreis der Nationalmannschaft. Dazu gibt es ja auch noch eine Reihe von Spielern, die in der Bundesliga aktiv sind. Alleine vier von der SG Flensburg-Handewitt und Harald Reinken zum Beispiel vom THW Kiel. Also da gibt es ja eine Reihe von Spielern, die über große Erfahrung verfügen und dementsprechend muss man sich da, glaube ich, auf ein richtig, richtig schweres Spiel einstellen. Aber das weiß, glaube ich, sowohl der Bundestrainer, aber auch die Mannschaft. Also es wird wieder mal wichtig dann auch sein, dass man die Fans im Rücken hat. In Berlin und in Köln hat das wunderbar geklappt. 15.000 Zuschauer in Berlin dreimal, über 19.000 in Köln. Wie schätzt du es ein in Hamburg? Was ist da zu erwarten in Sachen Euphorie? Ja, wir können natürlich in Hamburg hier nicht mit 19.000 am Ende glänzen in der Halle. Nichtsdestotrotz 13.000 oder über 13.000 gehen hier logischerweise auch rein in die Barclaycard Arena, also in die WM-Arena hier in Hamburg. Da wird sicherlich auch die Stimmung richtig, richtig gut sein. Es gibt unglaublich viele Kartenanfragen. Ich habe hier eben nochmal mit dem einen oder anderen gesprochen. Jeder will irgendwie dabei sein. Das wird allerdings eine andere Charakteristik sein, denn die Norweger, die haben ja in Herning gespielt und das ist nicht so richtig weit weg von Hamburg. Also da werden sich morgen sicherlich auch der ein oder andere hierher nach Hamburg auf den Weg machen und sich auch eine Karte ergattert haben. Also es wird jetzt keine reine deutsche Arena sein, sondern ich glaube schon, dass es eben anders sein wird als zuletzt in den Standorten. Vielleicht gegen die Kroaten waren noch einige gegnerische Fans da, aber das wird morgen anders sein. Aber ich glaube auch die Hamburger, und ich kenne die ganz gut, die sind begeisterungsfähig und die werden morgen auch alles dafür geben, dass die Mannschaft ins Finale einziehen kann. Markus, also jetzt sehen wir die Mannschaft hier gerade beim Abschlusstraining. Wie ist dann der weitere Verlauf, bis morgen dann angeworfen wird?
Der Bundestrainer hat gesagt, er will überhaupt nichts verändern. Er sagt, er will da jetzt irgendwie nichts was Besonderes machen oder Ähnliches. Deswegen wird heute Abend jetzt nochmal trainiert. Dann geht es zurück ins Hotel. Das ist ein bisschen außerhalb von Hamburg. Da fährt man dann an so einem Abend auch mal eine Dreiviertelstunde zurück. Deswegen waren die Deutschen vorhin auch so ein bisschen verspätet. Und dann gibt es gemeinsames Abendessen. Und morgen ist dann der Tag im Grunde genommen zur freien Verfügung. Gibt dann da nochmal ein bisschen Besprechung. Heute Abend wird nochmal ein bisschen Video geguckt, eben was die Norweger können. Da werden den Spielern einzelne Sequenzen vorgespielt. Dann setzt man sich nochmal in kleinen Gruppen zusammen. Auch das wird morgen passiert in den Mannschaftsteilen, die Torhüter eben mit der Abwehr etc. Aber der Bundestrainer sagt, er will nichts anderes machen. Also an den anderen Tagen, Spieltagen, waren die Spieler nochmal in der Stadt, sind nochmal einen Kaffee trinken gegangen, saßen nochmal zusammen. Es gibt eine Dartscheibe, Tischtennisplatte, es ist alles im Hotel da. Und da wird sicherlich morgen ganz normal den Ablauf geben und da wird nichts groß verändert werden. Markus, und der Bundestrainer, den wir heute auch schon gesehen haben bei der Pressekonferenz hier live bei Sky Sport News AD, Christian Prokop, der natürlich ordentlich unter Druck stand vor diesem Turnier, hatte das Ziel ausgegeben, unter die letzten vier zu kommen. Das hat er jetzt schon erreicht. Was bedeutet das auch für ihn persönlich in der öffentlichen Wahrnehmung? Ja, also man erlebt ihn ja tatsächlich relativ locker und gelöst, nicht nur hier in Hamburg, sondern von Beginn der Vorbereitung eigentlich schon. Also vom 28.12., also als es in Basinghausen im Grunde genommen losgegangen ist, von dort konnte man erkennen, wie gut die Stimmung ist. Und ja, dementsprechend erlebt man eben auch den Bundestrainer locker und gelöst. Wie hat das denn geschafft, die Mannschaft hinter sich zu bekommen? Weil da gab es ja auch viele Äußerungen bzw. Meldungen dazu, dass das ein Problem sei. Die Mannschaft ihm nicht so folgt, aber das scheint ja doch gefruchtet zu haben, beziehungsweise das Miteinander ist ja doch da. Du musst raus, sehe ich gerade, ne? Aus der Halle. Ja, das stimmt. Ganz genau. Ja, ganz genau. Wir müssen jetzt an der Stelle leider mal ganz kurz unterbrechen, und weil die 10 Minuten des öffentlichen Trainings um sind. Und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt einfach mal. Und alles Weitere besprechen wir morgen einfach am Halbfinaltag. Markus, sag liebe Grüße an den Sicherheitsmann. Das war meine Schuld. Ich habe überzogen. Vielen Dank für deine Äußerung, Markus. Alles klar.